einfach mal diese Weihnachtszeit ohne Grübeln und viel Nachdenken erleben. Wie geil wäre denn das? Und mit den folgenden Tipps wirst du dazu fähig. Grübeln kann durch drei unterschiedliche Arten von Ereignissen ausgelöst werden. Das erste sind Sachen in der Vergangenheit. Vielleicht hast du eine Kündigung bekommen oder aber jemand hat sich von dir getrennt. Und genau jetzt in der Weihnachtszeit möchte man das nicht haben und da wirkt das noch viel, viel stärker, weil man jetzt gerne gemeinsam sein möchte oder diese Zeit genießen möchte. Der zweite Punkt ist, dass etwas Unangenehmes ansteht. Das bedeutet zum Beispiel eine Prüfung, vor der wir Angst und Respekt haben und wir die ganze Zeit darüber denken, eigentlich sollte ich doch jetzt lernen. Aber dadurch, dass man sich so viel Sorgen macht über diese Prüfung, kommt man gar nicht ins Lernen und man ist nur mit Grübeln beschäftigt. Das dritte Ding ist, aktuelle Lebensumstände führen dazu, dass du viel nachdenkst und grübelst. Das kann eine schwierige Beziehung sein, das kann eine neue Krankheit oder eine ungewisse Situation mit einem ärztlichen Befund darstellen. All das kann dazu führen, dass deine Gedankenspirale einsetzt und dich Schritt für Schritt nach unten zieht und dich immer unglücklicher fühlst, bis du irgendwann unten angekommen bist und du nichts anderes mehr machst, außer zu grübeln und einfach nur traurig zu sein. Ob nun das Grübeln bei dir Überhand nimmt oder nicht, kannst du immer an den Ergebnissen beurteilen. Hast du eine Schwere, du bist etwas depressiv dadurch geworden oder hast du Schlafstörungen dadurch? Kannst du dich nicht mehr voll konzentrieren oder hast du körperliche Symptome wie zum Beispiel eine Magenverstimmung oder es schlägt dir aufs Herz, du fühlst eine gewisse Enge irgendwo, vielleicht an deiner Kehle, in deinem Herz, in deinem Bauch? All diese Dinge können Signale dafür sein, dass sich das Grübeln beeinflusst und du definitiv einen der folgenden Tipps einfach mal anwenden solltest und ausprobieren solltest, damit du wirklich diese Weihnachten richtig schön erleben kannst. Übrigens, dieses Video ist eine größere Kooperation eingeplant von mehreren Studierenden-YouTubern. Und die haben sich zusammengeschlossen, euch eine wunderschöne Weihnachten zu... Nochmal. Übrigens ist dieses Video Teil einer größeren Kollaboration von Study-YouTubern. Und die sich gedacht haben, durch dieses Study-Mess können wir euch ein schönes Weihnachten ermöglichen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei den anderen auch vorbeischaut. Mit dabei sind Sophie Hobbelsberger, Miss Aliana, Justa Eleanor, Ladies Lounge, Daily Vanea, Just Erika, Study Talk, Frieda Film, Laurin Speyer, Mindwanderer, Julia April, Charlotte Kräft. Wenn du bei dem Gewinnspiel mitmachen willst, gibt es ein Losungswort. Und ein Buchstabe ist in jedem einzelnen der 24 Study Mess Videos versteckt. Und zusammen ergibt das ein Lösungswort. Und mit dem kannst du wunderbare Preise gewinnen, wo ganz viele individuelle Sachen von uns dabei sind. Und natürlich auch noch ein Geldgewinn. Alle Infos findest du dazu in der Beschreibung. Der erste Tipp ist, du solltest aktiv werden. Jedes Mal, wenn du inaktiv bist und du einfach nur in dich gekehrt bist, wirst du keine Lösung finden. Oftmals brauchen wir jemand Äußeres, einen Coach, einen guten Freund, eine Freundin oder die Familie, die uns in dieser Situation weiterhelfen können. Denn wenn du es aussprichst, ist es oftmals nur noch halb so schlimm. Und hier kannst du genau auch sehen, was du aktiv tun kannst. Denn nach so einem Gespräch sind deine eigenen Gedanken oftmals klarer und du hast schon die Idee, was für einen ersten Schritt du einleiten könntest, um aktiv zu werden, um ein Problem zu lösen oder aber besser eine Entscheidung treffen zu können. Und ganz ehrlich, wenn du den ersten Schritt getan hast, dann ist es viel leichter dran zu bleiben und einer Sache nachzugehen, um dem Grübeln ein Ende zu setzen. Tipp Nummer 2 ist darüber nachzudenken, ob es sich um ein temporäres Problem handelt. Frag dich einfach, ist diese Situation, ist dieses Problem, der Grund für mein Grübel, auch noch in 3 Monaten, 6 Monaten, einem Jahr, vielleicht sogar in 3 Jahren da? Und wenn du dieses Problem dann immer noch hast, dann kannst du im Moment gar nichts dafür tun. Und du kannst das Problem nicht verändern, aber deine Einstellung dazu, um zu sagen, hey, ich muss jetzt gar keine Entscheidung treffen und es ist einfach wahr. Und manchmal zu sagen, hey, ich muss jetzt nicht aktiv werden und das bleibt so, kann auch eine Befreiung sein, weil dann kannst du es sowieso nicht ändern und dann geht es nur noch darum, es anders zu bewerten oder aber das Beste daraus zu machen. Falls du deinen Freunden oder dir selbst zu Weihnachten noch eine Freude tun willst, kann ich dir dieses Buch hier empfehlen, Motiviert studiert. Ich habe da wirklich ganz viel Herzblut reingesteckt und die besten Strategien zusammengetragen, damit du keine Grübeleien mehr vor einer Prüfung haben musst, sondern sofort weißt, was du zu tun hast und dich gut vorbereitet fühlst, weil du die perfekten Strategien dafür hast. Tipp 3 ist für mich der beste Tipp zum Einschlafen. Ich habe dieses kleine Buch. Das ist wunderbar, weil da all meine Sorgen drin stehen. Und ich habe ganz schön viele Sorgen.
Und dadurch, dass ich die Sorgen hier in diesem Buch eingeschlossen habe, kann ich viel, viel besser schlafen bis zum nächsten Morgen. Und wenn sie wirklich wichtig waren, kann ich ja schauen, was da drin stand. Und oftmals, retrospektiv, wenn ich hier reingucke, muss ich manchmal ganz schön schmunzeln, über was ich mir Sorgen gemacht habe. Und das hilft mir langfristig ungemein, weil ich dann immer einschätzen kann, hey, früher hast du dir viel Sorgen gemacht und die meisten Sachen sind niemals eingetreten. Dann brauche ich es jetzt auch nicht. Der vierte Tipp ist für mich, meditieren, fokussieren und sich zu entspannen. Jedes Mal, wenn du in deine Grübeleien 5 Minuten keine neuen Gedanken reinspeisen kannst, sind die tatsächlich weg. Ja, nach einer Zeit kommen sie wieder hoch, aber da hast du immer wieder die gleiche Chance, 5 Minuten an was anderes zu denken und dann bist du wieder frei davon. Und das habe ich 1000 Mal überprüft, weil ich ganz viele Stunden Meditationserfahrung habe, weiß ich das. 5 Minuten auf eine Sache, zum Beispiel Meditation fokussiert oder irgendwas anderes, was dir Freude macht, helfen dir ungemein, um aus dieser Gedankenspirale nach unten rauszukommen und wieder eine Etage höher zu stufen. Und mit der Zeit wirst du besser, besser, besser darin und irgendwann fällst du in keine Gedankengrübelei mehr rein, beziehungsweise weißt, ich grübele gerade, aber ich habe die perfekte Taktik, um da rauszukommen und du wirst viel, viel entspannter leben. Tipp 5 ist, geh einfach mal raus. Wir sind oftmals in unserem eigenen Gedanken gefangen. Wenn du aber jetzt neue Eindrücke in deinen Geist bringst, rausgehst, neue Impressionen sammelst, dann wirst du nicht mehr in diesem Käfig deinem Kopf bleiben, sondern diese neuen Eindrücke wahrnehmen und sie werden dich ablenken. Du kommst aus deiner normalen Situation heraus und jetzt hast du die Chance, die Sachen fallen zu lassen. Vielleicht fällt dir was Neues, was Besseres zu ein. Oder aber du lässt es komplett sein, die Grübeleien sind weg, weil du jetzt auf einmal die Natur genießt und vielleicht irgendwo was Spannendes wahrnimmst, was dir hilft, etwas runterzukommen. Und ganz ehrlich, mit weniger innerer Erregung, mit ein bisschen Abstand sind die meisten Probleme gar nicht mehr so schlimm. Tipp 6 ist, power dich doch einfach mal aus. Ganz viel Sport, rein in die Aktivität, sodass du es schaffst, diese Gedanken einmal zu vergessen und deinen Körper aktiv werden zu lassen, das hilft dir ungemein. Warum? Weil du ja ganz viel Anspannung ansammelst durch dieses Nachdenken. Dein ganzer Körper ist in Alarmstimmung, weil dieses Grübeln dazu führt, dass er denkt, wow, wir sind in einer lebensbedrohlichen Lage. Diese Energie muss ja irgendwie abgeführt werden. Und am besten dafür ist, dass du aktiv wirst. Und diese Energie, wenn die weg ist, merkst du auch, dass du viel besser über Sachen nachdenken kannst, wenn du das möchtest, oder aber einfach entspannt und gut einschlafen kannst. Siebtens, eine gute Freundin von mir sagt immer Dirty Kitchen, Dirty Mind. Und Dirty Mind bedeutet hier nichts Schmutziges, sondern dass unser Innenleben unaufgeräumt ist. Dadurch, dass wir äußerlich Struktur schaffen, lenken wir uns nicht nur ein wenig ab, sondern geben uns auch weniger Raum zum Grübeln und können viel besser über Sachen strukturiert nachdenken, weil im Äußeren diese Struktur schon da ist. Tipp 9 ist das Geschenk. Ich stelle mir vor, ich nehme all meine Gedanken und mache die in einen Karton. Dann mache ich Geschenkpapier drumherum und mache dann ganz viele Sachen darum, wie zum Beispiel Ketten oder auch einen kompletten Tresor, damit diese da nicht mehr rauskommen können. Dann stelle ich mir vor, wie ich vor dem Fenster ein großes Katapult aufbaue. Ich mache das Fenster auf und schieße dieses Paket ganz, 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 ganz weit weg, damit ich mich entspannen kann und weit von diesen Grübeleien weg bin. Und wenn man das oft genug macht, dann ist da wirklich ein Effekt zu spüren und ich merke dann eine sofortige Entlastung und eine Befreiung. Tipp 10 ist mein Favorite-Tipp. Wenn wir in einer Grübelsituation sind, sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir wissen nicht, was uns in dieser Situation gut tun würde. Daher habe ich immer eine kleine Grübel-Notfallkarte dabei, wo 3 Strategien draufstehen, die mir helfen. Und mal ehrlich, die sind für jeden anders. Wenn du genau weißt, was dir hilft, schreib sie doch auf eine kurze Karte drauf und trage die mit dir rum, dass wenn du wieder in dieser Situation bist und du nicht klar denken kannst, nur auf diese Karte draufschauen kannst, sagst du, ich mache jetzt das erste, das zweite oder das dritte und zwar sofort, damit ich mich besser fühle, weil auf der anderen Seite steht, möchte ich mich besser fühlen? Ja, nein. Und falls du ja ankreuzt, dann dreh die Karte bitte um, weil es ist letztendlich immer eine Frage deiner Entscheidung, ob du das möchtest. Falls du die anderen Videos von den StudyMess-Teilnehmerinnen sehen möchtest und das Gewinnspiel gewinnen möchtest, dann solltest du hier auf die Playlist drücken, wo alle vermerkt sind.
Falls dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und wenn du Lust hast, kommentier doch mal. Ich freue mich darauf. Bis bald.